Es ist Sommerzeit, liebe Zuschauer, und Sommer heißt natürlich gleichzeitig Urlaubszeit, Verreisen. Viele von Ihnen werden auch in diesem Sommer mit der Eisenbahn unterwegs sein. Wir wollen in der heutigen Zeitreise Sie mitnehmen zum Beginn der Eisenbahngeschichte im Lande Mecklenburg-Vorpommern. Bekanntlich war es die englische Adler-Lokomotive, die die erste deutsche Eisenbahn zog. Diese verkehrte auf der 6 Kilometer langen Strecke zwischen Nürnberg und Fürth. Die offizielle Eröffnungsfahrt der eingleisigen Strecke fand 1835 statt. Bereits ein Jahr später ereilte Mecklenburg das Eisenbahnfieber. In Wismar gründete sich ein Komitee für einen Eisenbahnbau in Mecklenburg mit Anschluss an das deutsche Eisenbahnnetz. Fast 10 weitere Jahre sollten vergehen, bevor dann 1846 die erste Mecklenburgische Eisenbahngesellschaft entstand. Diese war eine Vereinigung der vorher bestehenden Schwerin-Wismarschen, Hagenow-Schwerin-Rostocker und der Güstrow-Bützower Eisenbahngesellschaft. Diese wurde mit der Konzessionsurkunde des Großherzogs anerkannt. Friedrich Franz II. War begeisterter Förderer des Eisenbahngedankens. Darüber berichtete auch die Eisenbahn-Zeitung. Bereits im März 1846 erhielt die Gesellschaft die Konzession zum Bau einer Bahnstrecke von Hagenow über Schwerin nach Wismar sowie über Bad Kleinen, Bützow nach Rostock und Güstrow. Zwar sollten bis zur Realisierung noch etliche Jahre vergehen, aber warum gerade von Hagenow aus? Den Mecklenburgern kam zugute, dass Anfang der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts eine Eisenbahnverbindung zwischen Berlin und Hamburg entstand. Nach alten Plänen sollte dies auf direktestem Wege von der Reichshauptstadt an die Elbe geschehen. Auf Drängen aus dem Schweriner Schloss, also des Landes Mecklenburg-Schwerin, sollte diese Strecke aber einen kleinen Schlenker machen, vorbei an der Residenzstadt Ludwigslust, weiter in Richtung Hagenow. Bereits zum Jahresende 1846 war das erste Gleis auf mecklenburgischem Gebiet von Berlin aus bis Beutzenburg befahrbar. Im rund 30 Kilometer von hier entfernten Hagenow war der Anschluss an das Streckennetz der Mecklenburgischen Eisenbahngesellschaft vorgesehen. Dieser Knotenpunkt in Hagenow mit seinem Verbundbahnhof machte es überhaupt erst möglich, dass Mecklenburg nun in Sachen Eisenbahn innerhalb des deutschen Staatsverbandes überhaupt mitreden konnte. Die erste Strecke der Mecklenburgischen Eisenbahn war also ein Stück Süd-Nord-Verbindung, die von Hagenow aus zunächst bis in die Landeshauptstadt nach Schwerin führte. Bereits am 1. Mai 1847 konnte nun diese per Eisenbahn erreicht werden. Eine der ersten Lokomotiven, die Marschall vorwärts, konnte mit ihren Wagen dann ab Juli 1848 weiter in Richtung Norden unter Einbeziehung des Streckenabschnitts der Gesellschaft Schwerin-Kleinen bis nach Wismar fahren. Begrenzte finanzielle Mittel, woran auch der Verkauf von Aktien der Mecklenburgischen Eisenbahngesellschaft nichts änderte, verhinderten zunächst den geplanten Weiterbau nach Rostock. Aber auch politische Veränderungen durch die 1848er Revolution trugen dazu bei. Übrigens wurden in Wismar hier in der seit 1894 existierenden Waggonfabrik über Jahrzehnte hinweg Wagen und später auch die Antriebsfahrzeuge für die Eisenbahn im Lande gebaut. Aber auch in anderen Gegenden Deutschlands und in Skandinavien waren die Wismarer Waggons gefragt. Hergestellt wurden sowohl Schlaf- und Speiswagen als auch Kühl- und Gefrierwagen. In den frühen 1920er Jahren begann in Wismar auch die Herstellung von Straßenbahntriebwagen. Doch zurück zur frühen Entwicklung der Eisenbahn im Lande. Die Genehmigung für den Bau einer zweiten Strecke von Schwerin aus, ebenfalls in Richtung Norden nach Rostock, erfolgte nun als nächstes. Ein Abzweig entstand dabei in Bützow, um von hier aus auch den Anschluss nach Güstrow realisieren zu können, wobei die bereits existierende Strecke der Gesellschaft Bützow-Güstrow mit eingebunden wurde. Also wurde auch Bützow ein Verbundbahnhof. Am 13. Mai 1850 wurde die Strecke in die größte Stadt des Landes fertiggestellt. Der Rostocker Friedrich-Franz-Bahnhof war ein richtiger Vorzeigebahnhof mit einem schönen Vorplatz. Bereits 1851 standen für den Zugverkehr insgesamt 15 Lokomotiven zur Verfügung. Damit rollte der Eisenbahnverkehr
nun zwischen Hagenow und Rostock durchgängig. Im Jahre 1853, also 3 Jahre waren nach dem Anschluss Rostocks vergangen, wurde dann von hier aus mit der Hafenbahn, die durch die Grubenstraße fuhr, auch der Hafen der Stadt an das Netz angeschlossen. Einen zweiten Anschluss der Hafengleise sollte es dann später ab 1889 auch noch durch eine andere Bahngesellschaft, durch die Lloydsbahn, geben. Diese Strecke von Schwerin nach Rostock war sehr schnell und sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr äußerst rentabel. Nun wurde der Ruf nach einer durchgehenden West-Ost-Verbindung, also einer Verbindung von Mecklenburg-Schwerin mit Mecklenburg-Strelitz, immer lauter. Auf Initiative des Großherzogs Friedrich Franz II. Ging es nun an das Großprojekt. Eigentümer und Betreiber sollte das Land sein. Von Güstrow aus wurde die Strecke in Angriff genommen und über Teterow sowie Malchin und Neubrandenburg gebaut. Am 11. November 1864 wurde in Anwesenheit beider mecklenburgischer Großherzöge, also Friedrich Franz II. Für Mecklenburg-Schwerin und Friedrich Wilhelm für Mecklenburg-Strelitz, die neue Strecke in Teterow eröffnet. In Malchin richtete die Direktion der Mecklenburgischen Eisenbahngesellschaft nun ihren Sitz ein. Weitere 3 Jahre später, also 1867, erfolgte die Anbindung dieser Mecklenburgischen Bahn in Straßburg an das preußische Bahnnetz. Nun war es auch Zeit, in Richtung Westen eine Verlängerung bis nach Lübeck zu bauen. Zunächst erhielt die Lübeck Kleine Eisenbahngesellschaft dafür die Baukonzession. Doch wegen Geldmangels übernahm auch hier der mecklenburgische Staat 1870 die Bahn. Noch im selben Jahr konnte der Betrieb zwischen Kleinen und Lübeck aufgenommen werden. Für den Personenverkehr wurde der Bahnhof der Lübeck-Büchner Eisenbahn mitgenutzt. Damit war nun auch endlich eine schon lange von Preußen immer wieder gewünschte Strecke realisiert, die quer durch das Mecklenburger Land führen sollte und per Schiene die beiden Bahnhöfe der Großstädte Hamburg und Stettin verbinden konnte. Im Jahre 1873 war die Mecklenburgische Eisenbahngesellschaft pleite. So kam es nun zur Vereinigung mit den Gesellschaften für die Strecken Güstrow-Neubrandenburg sowie Lübeck-Kleinen zur Großherzoglichen Friedrich-Franz-Eisenbahn, aus der dann 1875 die Mecklenburgische Friedrich-Franz-Eisenbahn wurde. Aus dieser wiederum entwickelte sich die 1890 landeseigene Großherzogliche Mecklenburgische Friedrich-Franz-Eisenbahn mit dem dazugehörigen eigenen Symbol und den neuen Uniformen für das Personal. Der Sitz der Direktion wurde daraufhin von Malchin in die Landeshauptstadt Schwerin verlegt. 1886 erreichten die Gleise einer zweiten Eisenbahngesellschaft aus Richtung Südosten die Stadt Rostock. Dies war die bereits erwähnte Lloydbahn, die als Fortsetzung der Berliner Nordbahn im Bahnhof der ehemaligen Residenzstadt Neustrelitz begann. Von hier aus verlegte diese Gesellschaft noch einen zweiten Eisenbahnanschluss, der 1863 nach Stralsund führte. Die Stadt gehörte damals zur preußischen Provinz Pommern. Beim Anschluss nach Rostock ging es um die kürzeste Eisenbahnverbindung von Berlin per Fährverbindung über die Ostsee bis nach Kopenhagen. Die 113 Kilometer lange Strecke führte über Waren und Plaatz bis Rostock und wurde im selben Jahr noch bis Warnemünde verlängert. Zeitgleich wurde in Seebad die Dampfschiffslinie von Warnemünde nach Gedser auf der dänischen Insel Falster mit den Raddampfern Kaiser Wilhelm und König Christian in Betrieb genommen. Ab 1903 verkürzte sich mit der Inbetriebnahme der Warnemünder Mittelmole mit dem neuen Bahnhof und dem unmittelbar daneben liegenden Anleger für Eisenbahnschiffe die Reisezeit auf der Ostsee zwischen beiden Ländern noch einmal beträglich. Die 1889 eröffnete Strecke nach Ribnitz war für Rostock wichtig, führte sie noch weiter in die preußische Provinz Pommern. Erste Station auf pommerschem Gebiet war damals Damgarten. Die Recknitz dazwischen bildete die Grenze der beiden Länder. Erbaut wurde die Strecke, die weiter nach Stralsund führte, von Preußen.
mit der Ost-West-Strecke der Friedrich-Franz-Eisenbahn von Lübeck nach Stettin und der Nord-Süd-Strecke der Lloyd-Eisenbahn von Rostock nach Berlin entstand auch das wichtigste Eisenbahnkreuz im Lande, der Bahnhof Güstrow. Der Bau von Nebenbahnstrecken begann erst mit den 1880er Jahren. So auch zum Beispiel der Gleise zwischen den beiden Hafenstädten Wismar und Rostock. Zu den vielen Nebenbahnen gehören auch die Kleinspurbahnen. Eine der bekanntesten ist ohne Zweifel die Mollybahn, die 1886 hinzukam. Zunächst fuhr sie nur während der Sommersaison zwischen Dobran und Heiligendamm. Auch sie wurde, wie alle anderen Bahnen, 1890 verstaatlicht und gehörte von da ab zur großherzoglich-mecklenburgischen Friedrich-Franz-Eisenbahn. Erst 1909 beschloss man die Verlängerung bis in die Küstenorte Fulgen, Brunshaupten und Arendsee. Diese Orte sind heute Teile der Stadt Kühlungsborn. Eine Vielzahl neuer Bahnstrecken kam in dem Zeitraum zwischen 1875 und 90 hinzu. Meist waren es Nebenbahnen. Viele Bahnhöfe und Bahnbetriebswerke entstanden und die Belegschaft wuchs. Es galt nun, eine sinnvolle Streckenergänzung zu betreiben. So auch die bereits vorhandenen Strecken miteinander zu verbinden und auszubauen. Hierbei seien der Neubau des Hauptbahnhofes Schwerin und die Entwicklung des Knotenpunktes Rostock mit der Umgestaltung des Lloyd-Bahnhofs zum Hauptbahnhof bei gleichzeitiger Umwandlung des Friedrich-Franz-Bahnhofes zum reinen Güterbahnhof erwähnt. Nach der Novemberrevolution und der Abdankung des Großherzogs 1918 wurde die Bahn in Mecklenburgische Landeseisenbahn umbenannt und ging nach den Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung dann 1920 in der Deutschen Reichsbahn auf. Die Verwaltungsbehörde dieser Reichsbahn in Mecklenburg wurde ab 1924 die Reichsbahndirektion Schwerin. 74 Jahre sollte dieser Name mit zum Teil geringfügigen Abweichungen für die Eisenbahn in unserem Lande beibehalten werden. Ab 1994 gehört dann auch sie schließlich zur Deutschen Bahn AG. Soeben haben wir Ihnen ja noch die historischen Bilder gezeigt, sind nun am Orte des Geschehens. Molly Bad Doberan, Kühlungsborn ist ein Begriff. Und hier haben wir uns verabredet mit jemandem, der eben noch auf einer Lokomotive stand. Kein Wunder, er gehört ja zur großen Besatzung der Molly-Eisenbahn, das ist der Mädling. Aber Sie sind nebenbei auch noch Traditionsvereinsvorsitzender. Und meine Frage muss natürlich lauten, Herr Mädling, welche Traditionen pflegen Sie denn? Was machen Sie genau unter diesem Gesichtspunkt mit dem Molly? Ja, wir sammeln natürlich ganz viele verschiedene Exponate der Eisenbahn und ganz speziell natürlich Exponate vom Molly. Unter anderem haben wir einen Lokomotivkessel, Signale, Schrankenanlagen, ein altes Stellwerk, die alten Fahrkartenverkaufsautomaten, alte Gerätschaften der Gleisbautechnik. Das haben wir alles aufbewahrt und haben das im Museum zusammengetragen, haben es liebevoll restauriert und ausgestellt, damit man sich das dort angucken kann. Und wie ist die Reaktion im Sommer? Sind ja Urlauber und nochmals Urlauber da? Also die Reaktion ist sehr gut. Der Zuspruch ist recht enorm. Wir sehen das. Wir haben dort nämlich, wir nehmen keinen Eintritt, wir haben dort eine kleine Spendenlampe und im Sommer ist die ruckizucki voll. Diese musealen Gegenstände, die Sie da haben, ist es einmalig in unserem Land oder gibt es da vielleicht hier und dort bei anderen Eisenbahnvereinen auch ähnliches Material noch oder ist es so selten geworden? Also wir haben natürlich spezielle Sachen, die es nur bei Molly gibt, hier gesammelt, aber es gibt natürlich eine ganze Menge andere Eisenbahnvereine auch im Land. Ganz besonders möchte ich die Schweriner Eisenbahnfreunde erwähnen, die eine sehr, sehr große Sammlung haben an verschiedenen Exponaten, wo ich auch gerne mal hingehe und gucke und sage, ach Mensch, da ist noch ein Stück, das könnte mich auch noch interessieren. Das fehlt hier noch in unserer Sammlung und die haben dort sehr viel. Das ist auch eine ganz tolle Sache hier im Lande. Also ich darf Ihnen das bestätigen. Wir als Einheimische sind ja auch stolz, dass es den Molly überhaupt noch gibt. Jetzt wollen wir vielleicht mal für Interessenten, aber auch für Urlauber fragen, welche sind denn so die Jahreshöhepunkte? Worauf kann man sich vorbereiten? Worauf kann man sich freuen? Ja, ganz besonders interessant ist natürlich im Sommer. Da bieten wir an jedem Donnerstagabend unsere Abenderlebnisfahrten an mit dem 100-jährigen Zug. Und das ist natürlich für die Eisenbahnfreunde und für die Historiker das ganz besondere Highlight, weil das sind die ganz originalgetreuen, liebevoll restaurierten Waggons von
von 1902 bis 1920 zusammen mit der Dampflok fährt das Ganze dann abends als Erlebnisfahrt mit Programm für Eisenbahnfreunde und Familien. Für alle wird da was geboten. Und das ist sehr, sehr schön. Und dann haben wir im Oktober noch unser Bahnhofsfest traditionell. Meist an dem Sonnabend um den 3. Oktober rum ist das. Und da wird natürlich hier auf dem Bahnhof auch eine Menge geboten. Es gibt Lokmitfahrten, Fahrzeugausstellungen. Alles, was Räder hat, ist dann hier zu sehen und kann bewundert werden. Und man kann ja als Urlauber bei Ihnen sogar den Lokführerschein machen. Ja, wir machen so ein Dampflok-Erlebniswochenende, bieten wir an. Und ja, da kann man sich mal 2 Tage lang das ganze Geschehen auf dem Lokführerstand angucken, dem Lokführer über die Schulter schauen. Und man bekommt vor so einen kleinen Einführungskurs, wo die Technik der Lok ein bisschen erläutert wird. Und gleichzeitig kann man noch mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen werfen. Wir lassen dann die Gäste auch mal in den Lokschuppen und in den Wagenschuppen gucken, wo wir so ein bisschen unsere Schätzchen verborgen haben. Und jetzt die allerletzte Frage, wenn so diese nostalgischen Höhepunkte sind, stehen Sie dann in einer richtigen Eisenbahneruniform von damals? Wir haben auch Eisenbahneruniform, also zu besonderen Anlässen tragen wir auch eine richtig alte historische Uniform aus Mecklenburg haben wir da und die ziehen wir dann auch mal an. Ja, dann darf ich mich auf alle Fälle erstmal bedanken, unseren Zuschauern sagen wir, während hier gerade der Molly rausfährt, wir sind in einem Monat wieder für Sie da, allerdings fahren wir dann nicht Eisenbahn, dann gehen wir zu Fuß von Kneipe zu Kneipe vor den Toren der Stadt Rostock. Das wird auch spannend. Bis dann.